Lieber Mensch, ich begrüße dich aus der Tiefe meines Herzens und ich begrüße dich mit der Liebe und des Lichtes aus dem Universum, aus Gottes Gedankenfeld. Wir werden bald die Energien von Melek Metatron spüren und gemeinsam eine hochenergetische Botschaft erhalten. Zur Vorbereitung bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Vielleicht spürst du schon die Kraft der Liebe, wie sie bei dir ist, wie sie strömt und dich unterstützt. Ich rufe nun die Energie von Melek Metatron. Melek Metatron strömt ein mit seinem Licht, mit seiner Liebe und mit seinem Schutz. Er reicht dir die Hände, um dir fühlen zu lassen, dass du willkommen bist, dass du hier und jetzt an dieser Stelle sehr willkommen bist. Geliebter Mensch, die Zeiten ändern sich und wir wissen, dass du Unterstützung benötigst. Aus diesem Grunde werden wir mit dir deine Zellen, deine Chakren, dein System an die 5D-Energie anpassen. Dafür ist es wichtig, dass wir jedes einzelne Chakra mit der Sonnenenergie ausdehnen, reinigen und alle Chakren untereinander verbinden. Erlaube dir während dieser Zeit, dich so tief, wie du kannst, fallen zu lassen, denn je tiefer du dich fallen lässt, umso tiefer können die Energien in deinem Körper wirken. Und so beginnen wir. Melek Metatron hat noch viele andere Engel herbeigerufen, welche dich jetzt unterstützen werden. Und so beginne du jetzt, die Liebe Gottes einzuatmen. Spüre, wie dich diese Liebe umgibt, wie sie dich ausdehnt und hält. Und nun konzentriere dich auf das Sonnenlicht, denn das Sonnenlicht wird dir helfen, dich für den Aufstieg vorzubereiten. Und so strömt nun das Sonnenlicht in dein Erdsternchakra hinein. Dein Erdsternchakra wird mit dem Licht der Sonne aufgeladen. Es wird gereinigt und ausgedehnt. Spüre das Licht der Sonne, wie es in deinem Chakra fließt, wie es sich mit dir verbindet. Nun fließt die Kraft der Sonne
in dein Wurzelchakra hinein, erdet dich, reinigt dich und lässt dich spüren, dass du auf der Erde willkommen bist. Spüre, wie die Sonnenenergie dich berührt und ausdehnt. Nun fließt die Sonnenenergie in dein Sakralchakra. Spüre die Wärme und spüre, wie auch hier dein Sakralchakra ausgedehnt wird, wie es gereinigt wird und mit Sonnenenergie aufgeladen wird. Und nun spüre, wie die Energie in dein Nabelchakra hineinfließt, wie die Sonnenenergie dein Nabelchakra berührt, es ebenfalls reinigt, ausdehnt und mit neuer Energie, mit Sonnenenergie auffüllt. Spüre die Kraft, welche jetzt in dir entsteht. Und nun geht es weiter hinauf zu deinem Solarplexus. Auch dort wird dein Chakra gereinigt, ausgedehnt und mit Sonnenenergie aufgeladen. Spüre die Wärme, das wohlige Gefühl mit der Sonnenkraft, mit der Lebenskraft verbunden zu sein. Und nun fließt die Energie in dein Herzchakra hinein, in dein oberes und dein unteres Herzchakra. Beide Teile werden vollkommen von dem Sonnenlicht durchflutet, ausgedehnt und mit neuer Energie versorgt. Genieße diese Energie, genieße die Verbundenheit mit der Sonne, mit der Lebenskraft. Und nun fließt die Energie weiter zu deinem Hals, hinauf in dein Halschakra, reinigt dein Halschakra und lädt es auf mit Sonnenenergie, mit der Kraft der Sonne, mit der Fröhlichkeit der schönen Worte. Große Heilung geschieht.
Nun fließt die Energie weiter hinauf in dein drittes Auge, dorthin, wo dein drittes Auge sich aktiviert, mit der Zirbeldrüse verbunden ist und deine Fähigkeiten steuert. Spüre, wie diese Sonnenenergie in dein drittes Auge hineinfließt und für dich wirkt. Genieße die Ausdehnung und spüre, wie die Sonne aus deinem dritten Auge hindurchleuchtet, wie die Sonnenstrahlen durch dich hindurchfließen. Und nun konzentriere dich auf dein Kronenchakra, dem Tor zur geistigen Welt. Auch hier fließt kräftige, wärmende, heilende Sonnenenergie zu dir ein. Dehnt dein Kronenchakra aus und verbindet dich intensiv mit der Sonnenenergie. Auch fließt die Sonnenenergie in dein Kausalchakra, welches im hinteren Mittelkopf liegt, reinigt und aktiviert dieses Chakra, sodass du die Verbindung zur Sonne ganz tief in dir spürst. Lass es ruhig geschehen. Es geschieht genauso, wie es gut für dich ist in diesem Moment. Und nun fließt die Energie in deinen Seelenstern hinein, welcher ca. 15 cm über deinem Kopf sich befindet. Dein Seelenstern wird mit Sonnenenergie aufgeladen, ausgedehnt und aktiviert. Spüre diese Energie, spüre, wie es dich nach oben hebt und du immer mehr mit Sonnenenergie aufgeladen wirst. Und nun fließt die Energie in dein Sternentor, welches sich 30 cm über deinem Kopf befindet. Das Sternentor wird gereinigt, aktiviert und ausgedehnt. Es bekommt Kraft und Stärke. Licht und Liebe fließen nun in deinem Sternentor. Und nun werden die Nexuschakren allesamt mit Sonnenenergie aufgeladen, sodass der Ausgleich zwischen weiblicher und männlicher Energie erfolgen kann und du komplett in deiner Mitte bist. Spüre diese Kraft. Spüre die Sonne in dir. Spüre, wie die Sonnenenergie jetzt durch jedes Chakra von oben beginnend langsam hindurchfließt, durch deinen ganzen Energiekörper hindurchfließt
deine Zellen neu ausrichtet, mit der Sonnenenergie verbindet und dich vorbereitet, in die fünfte Dimension aufzusteigen. Dein Bewusstsein anhebt und die Wege frei macht, in deinem Körper die Bahnen ausdehnt, damit du dich mit der fünften Dimension verbinden kannst. Genieße jetzt noch ein wenig die komplette Energie, wie sie durch dich fließt, und spüre die Kraft der Lebensfreude. Spüre deine spirituelle Kraft und spüre die Hingabe deiner Seele, denn sie weiß, wie wichtig dies ist, was heute geschah. Melek Metatron verneigt sich voller Liebe vor dir. Es ist alles geschehen. Du wurdest zu deinem allerhöchsten Wohle ausgedehnt, angepasst, in deiner Energie erhöht. Smarana, zu deiner Seele, Smarana, zu deinem Herzen. Gottes Liebe ist bei dir.